So, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Special, die Special. Und zwar, wie der Titel schon sagt, Total Chaos. Ich hoffe mal. Ob jetzt erkennt das Fenster? Ich muss mal meine Kamera hier richtig einrichten. Irgendwie ist die ganz schön. Nicht richtig eingerichtet. So. Starto. No. Digga, ganz schön laut. So. Warte das mal hier. Geht's jetzt dumm? Da. Sehr gut. Okay. Ja, Total Chaos ist ein Horror-Game. Also, jetzt relativ simples Horror-Game. Also eher ein Action-Game mit Horror-Elementen oder andersrum. Basierend auf der GZ Doom Engine. Aber, also, ja, man erkennt da von Doom selber kaum was wieder. New Game. So. Ist leider komplett in Englisch. Ich werde versuchen, mal gucken, jetzt die Story so ein bisschen zu lesen. Zu übersetzen, möchte ich doch. Schmarr. Ich konnte es nicht handeln. Dabei bin ich schon durch viel Schlimmeres gegangen. Aber am Ende des Tages hatte ich immer noch mich. Und ich wusste, wer ich war. Nee, wo ich war. Nee, doch, wer ich war. Ich hab keine Ahnung. Who I was. Ist wer ich war. April 1972 war, als es begann. Ich arbeitete in einer Küste und ja, erhielt einen Anruf von einem kaputten Offshore-Boot. Ich habe meine Sachen gepackt und bin los. Dann kam ein großer Sturm und mein Schiff wurde sehr stark beschädigt, wodurch ich auf dem See strandete. Ja, ich lag auf meinem Boot und irgendwas. So schnell. Als ich aufwache, oh neue Schriftart. Als ich aufwachte, bin ich auf einer Insel gelandet, mit Strukturen aus Beton, soweit das Auge reichte. Ich war hier schon mal, es kommt mir sehr bekannt vor. Und es war eine Community, die eine Bauarbeiter-Community. Aber irgendwas scheint off zu sein. Mein Boot war stark beschädigt durch den Strom. Und nach einem Tag habe ich es größtenteils geschafft, wieder zu reparieren. Allerdings scheint irgendwas mit mir Kontakt aufnehmen zu wollen. Und mein Radio empfing seltsame Geräusche oder Signale. Egal was es ist, es möchte wohl gefunden werden. Ja. Kapitel 1. Die Ankunft oder irgendwie so. Ah, da unten haben wir schon Lebensbalken und Ausdauerbalken. Ja, hä? Wer könnte denken, dass das Doom 2 ist? Oder die GZ Doom Engine oder whatever. Das ist wahrscheinlich unser Boot, I guess. Ich muss zugeben, wir hatten es ja schon mal angespielt, glaube. Also, wir hatten es schon mal angespielt. Und das war aber noch die Total Chaos Version 1.0, als die gerade rauskam. Und das jetzt zu 1.4, hat sich also einiges geändert. Und das hier ist auch die Director's Cut Edition. Ich weiß nicht, ob wir damals die Director's Cut gespielt hatten. Ich glaube, die gab es damals noch gar nicht. Das heißt, es gibt jetzt auch viele neue Maps zum Beispiel. Also das hier ist umfangreicher von der Anzahl an Maps insgesamt. Es wird also ein relativ langes Spiel. Und es sieht halt einfach grafisch so geil aus. Holy shit. Und das sind 4K. Let's go.
sogar Stereo-Sound hier. Hui. Von rechts, von links. Nice. Da kommen wir nicht rauf. Genau, hier ging es rein. Bisschen versteckt. Mit den schönen PNG-Blumen. Let's go. Banga Avila Lucominist. Was ist das für eine Sprache? Sag mal. There is no other way. Hier gibt's keinen anderen Weg. Aha, aha. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das mal. Ach ja, genau. Hier ist irgend so ein komisches Special-Ding. Da kannst du irgendeinen komischen Spielmodus aktivieren. I don't know. Wie kommt man da wieder raus? Das ist Inventar. Okay. Ja, nee, brauchen wir nicht. Definitiv nichts für uns. Das ist für die Leute, die ganz viel Langeweile haben. Und nichts mit ihrer Zeit anzufangen wissen. Boah, diese Grafik, Alter. Holy shit. Immer wieder geil. Und ja, jetzt natürlich auch wieder, ne? Schön endlich mal in 4K. Ja, so wie es das Spiel verdient. Ja. So muss sein. Ja, ich habe mal meine Wirtschaftsstrukturen aufgehangen. Mehr kann ich mir nicht leisten. Warum dieses Geräusch? Wir sind weg. Was ist das Ding hier? Wer weiß. Let's go. Achso, übrigens, ey, ich habe fürs Let's Play extra auch die Taschenlampen-Mod installiert, also hinzugefügt. Also ist ja eine Doom-Mod. Ich habe einfach noch eine weitere Mod hinzugefügt, sozusagen. Diese Taschenlampe gibt es normalerweise im Spiel nicht. Aber ich dachte mir, fürs Let's Play kann man es ja mal machen. Ne, weil im Echten hast du ja, wenn du mit dem Boot, hast du ja in der Regel auch eine Taschenlampe dabei. So, ist ja. Ja. Und es gibt hier auch so eine Lichtfackel. Es gibt ab und zu so dunkle Gänge, wo du so eine Lichtfackel benutzen kannst. Aber Hand aufs Herz, da müsste man eine durchwaschen. Und die, ich will mir einfach im Let's Play Zeit nehmen. Und da möchte ich nicht darauf achten, so schnell wie möglich durch irgendwelche Räume durchzugehen. Nur damit die Fackeln entsprechend lang reichen. Das ist mir dann auch ein bisschen zu blöd. Deswegen habe ich mir Taschenlampe mal gegönnt. Ja. Ja. Hello there. People wise up. Ja, wie gesagt, das war ja mal so eine Arbeiterstadt, ne? Man kennt ja auch schon hier bei dem Dude die Helmlicht-Mod. Also Helmlicht, Dingsabumster, also dürften Bauarbeiter, Bergarbeiter gewesen sein. Das ist ja hier, wie gesagt, also wie gesagt, die Geschichte ist wohl, dass ich halt auf dem, dass jemand nach Hilfe gerufen hat, ich mich auf mein Boot geschwungen habe, da ist eine Tür, da sind zwei Türen. Und dann dem. Oh, falls open. So. Ah, okay. Ja, hat gut funktioniert. Ah. Ich mich dann aufs Boot geschwungen habe, dem Signal gefolgt bin, dabei in einen riesigen Sturm geraten bin und der Sturm mich hier an dieses Konstrukt mitten im Meer oder mitten auf der See angespült hat. Halt komplett aus Beton und ja. Ich kenne das hier wohl. Es kommt mir bekannt vor. Ich meine, ich kenn's auch, weil ich, wie gesagt, das Spiel schon mal gespielt habe. Auch wenn es schon lange, lange her ist und ich mich an kaum was erinnern kann. Wie gesagt, ich glaube, das letzte. Ich weiß gar nicht, ob die Videos überhaupt noch auf YouTube sind oder ob ich damit wieder runtergenommen hatte. Aber ich glaube, die sind noch auf YouTube. Aber waren halt qualitativ. Oh, Schlüssel. Schlecht. Sehr gone. They're all gone. My paradise. Something has taken it over. This isolation is killing me. Okay. Also auf Deutsch so viel wie, sie sind weg.
Sie sind alle weg. Mein Paradies. Irgendwas hat es übernommen. Diese Isolation bringt mich um. Okay. Das klingt wie ein ganz normaler Eintrag ins Tagebuch. Mache ich jeden Morgen. I guess. So. Ah, Journal. Während du Fort Orwest, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, so heißt der Ort wohl, erkundest, wirst du verschiedene Journaleinträge, die von den Leuten, die hier waren, geschrieben. Was? Erst übersetzen, dann reden. Also, während du Fort Orwest erkundest, wirst du Journaleinträge, die die Leute, die hier gelebt haben, geschrieben haben, finden. Oder über den Weg gelaufen bekommen. Um mir diese später anzugucken, kann ich die J-Taste drücken. Mhm. Ah. Na gut, okay, deswegen hier auch Letter 1 auf 1. Alter, wie hoch ist... Alter, diese Maus-Sensitivity ist ja riesig. Und dann habe ich hier halt... Ne, gut, ist jetzt gerade nur 1 von 1. Digga, was ist mit der Maus-Sensitivity los? Hä? Hier im Menü ist alles richtig. Hier im Menü ist alles in Ordnung. Aber in-game... Wum, wum, wum. Alter, das wird ein Spaß werden. Das wird ein Spaß. Wie komme ich eigentlich raus? Ach, einfach nochmal J drücken. Weil eben Escape ist. Ich will halt mal instinktiv Escape drücken, aber Escape ist ja das. Das bringt mich halt überhaupt nicht weiter. Das ist ein bisschen deprimierend. So. Übrigens bei dem Spiel immer schön, wie wer so solche Rohrkonzepte designt. Ja, ich habe keine Ahnung. So. Kann ich jetzt die Tür rein? Ne. Ach ja, hier. Ah, oh, und da sind schon die ersten blinkenden Sachen. Dein Inventar. In your inventory you can use and manage items you have found in the world of 4 hours. Use medical kits to heal yourself, bandages to stop bleeding out. Many items like this can be used to manage your stats. Ja, in deinem Inventar kannst du viele Sachen nutzen und managen, die wir hier finden. Ja, Medikits zum Heilen, Bandagen, um Blutung zu stoppen. Also schon wieder. Bandagen, um Blutung zu stoppen. Wer hätte es gedacht? Damit direkt ein Medikit. Oh. Und hier haben wir eine gebrauchte Spritze. Sowas nehmen wir natürlich immer mit, weil es kann ja nur gut sein. Inventar war I. Ah. Gut, einmal anklicken geht nicht. Man benutzt es sofort. War benutzen nicht Doppelklick? Gut, dann haben wir jetzt gerade mal Medikit vermedikitiert. Nice. I can hear you. Hier ist wieder das gleiche Plakat wie draußen. Okay. Ach übrigens, es gibt hier wohl ein gutes Ende und ein schlechtes Ende und viele Enden und I don't know und vergiss, dass ich davon... Okay. Vergiss, dass ich davon irgendwas... also... Ja. Keine Ahnung, wie man das gute Ende erreicht. Da geht's wohl offensichtlich hoch. Okay. Oh, und da geht's offensichtlich wieder runter. Okay. Soweit kann ich mich sogar noch erinnern. Ich glaube, hier ging's rein, ja. Hm. Oh. Taschenlampe war die ganze Zeit noch an. Lol. Ah, noch Medikit. Cool. Nachdem wir unser altes verschwendet haben. Immer ganz geil, noch neues zu haben, was man auch wieder verschwenden kann. I guess. So. Digga, selbst mein Taschenlampe ist heller als das Ding. Was ist da los am Mannerkolm?
Ah, genau, hier haben wir so eine. War die nicht rot? Warum sieht die grün? Wer weiß. Oh, siehst du, schon wird dunkel. Aber wir haben zum Glück Taschenlampe. Oh, hier ist schon voll. Wer lässt denn hier den ganzen Schott liegen? Oh! Ist das Kleber? Achso, einfach drüber hauern. Lalalala. Ja, genau. Kann zum Zusammenkleben oder Reparieren von Sachen genutzt werden. No shit, Sherlock. Ach, Zigaretten. An die kann ich mich sogar noch erinnern. Geil. Irgendwelche Spritzen, irgendwelche Zigaretten. Das ist wohl Stamina. Ja, eben siehst du doch. Normalerweise einmal raufklicken geht doch. Ja, siehst du. Dann muss das jetzt vorhin wohl irgendwie als Doppelklick registriert haben oder irgendwie sowas. Weil eben, ein Klick muss gehen, weil damit kannst du die Sachen überhaupt nicht managen. Sehr verrückt. So, dich packen wir mal nach da. Haben wir schon mal ein paar Äpfel. Ach man. Easy. Oh. Er blasen mir noch ein. So. Ach ja, in den Raum kann ich mich. Ja, der Raum hier. Siehst du, das ist ganz gut, dass wir Taschenlampe haben, weil der Raum hier, diese Lampe bringt halt nichts. Normalerweise, wenn du so eine Lampe im Raum hättest, ich meine, und du würdest hier nicht mehr viel sehen, weil. Die Lampe ist jetzt nicht gerade die hellste, aber du würdest halt was sehen. Du könntest immerhin Umrisse erkennen. Aber hier erkennt man wirklich gar nichts. Es ist einfach nur schwarz. Aber zum Glück haben wir eine Taschenlampe. Ich wollte schon immer mal sehen, wie der Raum aussieht. Na gut, so spektakulär ist es jetzt nicht. Hier ist eine Tür. Okay. Waren denn die Sachen drin? Hey, gab es doch früher irgendwelche Sachen. Ach! Auf dem Boden. Ja gut. Hier ist noch ein Raum. Ja gut. Nice. So. Achso, siehst du? Das hier ist ja direkt ein Werkzeug. Schraubenschlüssel. Mit der macht 17 Schaden. Und der kann nicht kaputt gehen. Und das ist ganz praktisch. Denn das können wir nutzen. Um damit jetzt Kisten kaputt zu schlagen. Kleine. Ah, und wir finden Sachen. Haha. Ja, das Spiel hatte schon Lootboxes, noch bevor es Lootboxes gab. Oder so ähnlich, ich habe keine Ahnung. Wir können, glaube ich, auch Paletten kaputt machen. Also alles, was hier so hervorgehoben aussieht, sag ich mal. Also so der Tisch hier zum Beispiel nicht. Ja. Okay. Okay, geht auch nicht. Mehr ist hier nicht. Ich glaube, wir müssen wieder raus, ne? Ja. Ja. Geil, jetzt können wir alle Kisten kaputt machen hier. Das gefreut mir. Oh. Wir müssen aber, übrigens, wir haben Maximalgewicht, ne? Wir können nur 180 Pfund sind das, glaube ich, LB, I don't know, tragen. Und ja, wir haben jetzt schon 27. Also wir müssen schon darauf achten, dass wir jetzt nicht einfach willkürlich alles tragen. Aber ja, wir können halt ein bisschen was transportieren. Früher war es nicht so. Oh! Kampf! Waffen, Weapons can be found scattered around. Scattered on the ground on ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Fort Ost, Fort Isis. Primary attacked. Swing the weapon and can be used. Was? Achso. Primary attacks. Swing the weapon and can be used in the 3-hit combo. Ah, okay. Each hit in the 3x combo will be do more damage on successful hits. Second attack charges attack at the cost of stamina. The more stamina used, the more damage will be inflicted. Also Linksklick ist quasi ein, ich kann quasi halt dreimal zuschlagen. Oh. Ne? Und mit jedem Schlag bekommt er dann mehr Damage. Da stellt sich mir natürlich direkt die Frage, auf was bezieht sich denn dieses 17?
bei Primary Attack Damage. Da müssen da ja drei Werte stehen. Danke dafür. Und mit Rechtsklick, also geht mit dem Schraubenschlüssel gar nicht, kann man quasi ausholen. Dafür hat man aber keine Combo. Und hier liegt direkt was. Was aber schon ganz schön rot ist. Ah, genau. Primary Attack sind 30 Schadenspunkte und Secondary Full Charge sind schon 90. Also das Dreifache. Ist also schon eine ordentliche Scheiße. Oh, da blinkt was. Wodka. Wodka. Geil. A bottle of Wodka. Lower Health. Lower Damage caused by Radiation. Das ist gut. Lower Hunger. Das ist ganz praktisch, dieses Radiation-Gedingsgedöns, weil wir werden ab und zu in, glaube, wenn man hier irgendwelche vergifteten Sachen isst. Ich weiß gar nicht mehr was. Nee, ist ja einfach normal. Haben sie es geändert? Weil es gab damals so Sachen, die man finden konnte, die man essen konnte, so wie Sandwich zum Beispiel. Die haben dann, oh, nochmal zwei. Geil. Ja, eben die Radiation, also deine Vergiftung halt erhöht. Ach ja. Stimmt ja, den Aspekt vom Spiel gab es ja auch noch. Ah, guck mal, hier waren sogar direkt Sandwiches. Waren die das? Ja, genau. Chaos Radiation Damage. Und das kannst du dann halt, ne, wenn du halt davon entsprechend viele Sachen isst, dann kriegst du da halt ordentlich Scheiße. Und dementsprechend lassen wir das direkt mal liegen. Sowas brauchen wir nicht. Wir haben jetzt genug Salami. Die schmeckt lecker. Und ist nährreich. Ich glaube, hier geht es weiter, ne? Genau, hier geht's raus. Hey, hey, Schild, Bro, Schild, Bro. Ich habe eine Axt und ich weiß, wie sie benutzen. Hey. Hadouken, Hadouken, Hadouken. Hier ging es aber nicht weiter. Genau. Hier gab es nur diesen einen Ausweg. Alles andere hier ist... Gut, da geht es eh nicht weiter. Alles andere hier ist nur Trug und Schein. Und Kisten. Also Nahrung können wir echt mehr als genug. Was ganz gut ist, weil das Schlimmste bei dem Spiel ist die Stamina. Ey. Man verbraucht hier für all möglichen Scheiß super viel Stamina. Und wenn man Stamina verbraucht, verbraucht man, während die sich wieder auffüllt, super viel Essen, also Nahrung. Deswegen, kann ich den ganz gut machen? Nee, schade. Ich dachte, hier fliegt hier alles in die Luft. Apropos in die Luft fliegen, ich sollte vielleicht nochmal speichern. Total Chaos. Ja. Total Chaos klingt gut. Das klingt wie totaler Chaos. Gott, so viel Stuff überall. Überschien Kisten. Was ist das hier? Lagerhallen? Unternehmen oder was? Ich habe Fragen. Kommen Sie her. Ist hier da hinten. Alles wieder. Danke. Pringles. Die guten. Die mit Stückchen. Bäh. Da ist nix. Komm ich da hinten dran? Ich komme ran. Jawoll. Oh, da ist noch eine Kiste. Ach, leg mich doch. Oh. Deine Status. Keep an eye of your status to stay alive. Stamina, Ability to Dodge. Ja, gut. Stamina, klar. Ja. Ist einfach nur, dass man. Mit welcher Taste eigentlich? Mit der Q-Taste. Nee, Q ist bei mir. Das ist Spring. 8 Tab. Health und Stamina sind Maximum. Wir haben keine Radiation, wir haben etwas Hunger, wir sind nicht am Bluten und wir haben. Achso, Stamina Buff? Achso, schon, da gibt es solche Sachen wie so Energy Drinks, die deine, deine Stamina-Regenerierung anspornen.
Oh, Double Fan. Da bin ich ein riesiger Fan von. Na, wenigstens diese Leuchtstoffe die machen ordentlich Licht. Hier ist ordentlich hell. Wobei, guck mal, die macht das auch ordentlich Licht. Wobei die ja schon flackert. Weißt du, eine Glühlampe, die flackert, obwohl Glühlampen eigentlich nicht flackern, außer der Strom schwankt. Aber eine Leuchtstofflampe, die bekannt dafür sind, dass sie flackern, wenn sie so alt werden, die ist komplett clean energy. Nice. Oh. Rennen Sie doch nicht weg, mein Herr. Hallo? Hallo? Wo wollen Sie denn hin? Oh, oh. Achso, ich glaube, ich kann... Ja, okay, ich kann den Tropfen einfach laufen. Da ist einfach ein solider Unterboden. was klingelt denn jetzt? Ach ja. Irgendwie kam hier ein Jumpscare. Ja. Yeah. Da, das Telefon. Das bimmelt. Und man kommt aber nicht ran. Also ich hatte zumindest noch. Oh. Ah, siehst du, das sagst du doch, die Dinger sind rot. Da, das sind diese Flares, die man leuchten kann. Oh Gott, Alter. Ist schon eine schöne Atmosphäre, die sie aufgebaut haben. Muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Leute. Ist mal gut. Vor allem das Kranke für mich ist ja, wenn ich hier laufe, habe ich ja links von mir, rechts von mir, mein OBS-Fenster. Wenn jetzt hier diese Rohre zum Beispiel, wenn ich jetzt hier laufe, dann bewegt sich das bei mir so im Augen-off auch so ein bisschen. Oder ja. Gut, dann würde ich mal sagen, dann speichern wir erstmal an der Stelle. Ich mache mal pro Folge einen richtigen Save-Punkt, für den Fall, dass ich Aufnahme abkackt oder irgendwie sowas. Das war Folge 1. So. Und dann sehen wir uns zu einer späteren Folge denn dann wieder. Bis dann.